eine geile Organisation. Etwas korpulentere Leute auf jeden Fall geeignet. Schmeiß mir die mal wieder um. Ja, da verschwindet auch mal ganz schnell eine ganze Hand drin. Oliv finde ich ein bisschen schöner. Kann man rausmachen. Die, ich nenne sie mal XL-Variante. Die Breite des Gurtbandes hatte ich ja schon angesprochen. Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal Fritz Meinige Gear, auf dem sich alles um das Thema Ausrüstung dreht. Heute mal 6 verschiedene Bauchtaschen im Test. Die gucken wir uns gleich alle ganz genau an. Und natürlich bis zum Ende dranbleiben, denn ich verlos wieder ein paar schöne Sachen an euch. Ich habe oben in der Ecke wieder Werbevideo eingeblendet, weil es sich um Produkte handelt. Und natürlich alle Infos, alle Links zu den Produkten und so weiter findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt legen wir auch direkt los. 6 verschiedene Bauchtaschen, beziehungsweise eigentlich sind es 5 verschiedene und das von 3 Firmen. Wir haben Helikon Tex als eine Marke, die haben 2 verschiedene Modelle, eine etwas kleinere und eine etwas größere. Possum heißt die eine und die andere heißt Bandicoot. Dann haben wir noch 75 Tactical, spricht man das so aus? 75 Tactical, ich denke mal eher Englisch. Hier gibt es auch wieder 2 Varianten, gucken wir uns gleich im Detail an, eine etwas größere und eine kleinere. Und als drittes im Bund haben wir von Centauron eine Tasche. Hier habe ich mal 2 Farbvarianten, es gibt hier aber nur ein Modell und eine Größe. Gucken wir im Detail erstmal die Helikon Tex Bauchtaschen an. Ich werde die Sachen erstmal alle im Detail zeigen und ganz zum Schluss machen wir nochmal einen Vergleich untereinander. Wir haben hier einmal die schwarze Variante, das ist die etwas kleinere, nennt sich Possum. Und die olive Variante ist hier ein bisschen größer, ist die Bandicoot. Wenn man das so ein bisschen übereinander legt, sieht man gleich, okay, hier ist einmal ein bisschen mehr Volumen drin. Ich habe die jetzt wieder mit beliebiger Ausrüstung irgendwie befüllt, damit ihr so einen kleinen Größenvergleich habt, was passt so ungefähr rein. Also ist jetzt nicht themenspezifisch, sondern einfach random irgendwas reingepackt. Gucken wir uns die kleine zuerst an. Die große Frage ist ja, ja, wie trägt man eine Bauchtasche? Eigentlich trägst du die ja ganz klassisch irgendwie hier rum. Ja? Vorne, so wie in den 90er Jahren. Ich trage die manchmal auch gern hier hinten. Das ist eigentlich so meine Standardvariante, dass ich die hinten so über eine Arschbacke trage, beziehungsweise so ein bisschen seitlich, weil dann kann man sich nämlich auch noch hinsetzen. Die ist auf jeden Fall schon deutlich flacher und kleiner als die andere, das seht ihr gleich. Was auch noch geht, ja, wirkt jetzt vielleicht wieder ein bisschen proletenmäßig, aber ich finde es eigentlich eine schöne Sache, wenn man die ein bisschen verstellt, ja, ein bisschen länger macht, dass man die einfach so als Umhängetasche trägt, so als Mini-Slinger. Ja, es gibt ja Slinger auch als richtige Rucksäcke. Ich bin nicht so der Slinger-Freund, weil mir das zu schwer ist für eine einseitige Belastung, aber bei einer Bauchtasche kein Problem. Und das Coole daran ist, du packst sie nach hinten, ja, einfach hinten drauf, ganz entspannt, und wenn du sie brauchst, ziehst du dir nach vorne und kommst dir überall ran. Das erstmal zur generellen Trageweise. Bei der Vorstellung mache ich es jetzt einfach im Brustbereich. Ich hoffe, ihr könnt halbwegs was erkennen. Es ist jetzt hier schwarz auf schwarz. Wir öffnen erstmal das Hauptfach, klassischer Reißverschluss. Und hier habe ich jetzt einfach mal ja, ein bisschen Paracord drin, irgendwie eine Sonnencreme, ja, Kopflampe. Also hier haben wir schon, ich sag mal, ein Volumen. Ihr seht es ganz groß von 2, ja, 2 fetten Fäusten. Die passen hier rein. Ich lege das mal zur Seite. Hier drin haben wir jetzt zusätzlich noch so ein bisschen Organisationsfächer. Wir haben hinten so Gummistraps dran, was cool ist in verschiedenen Größen. Ja, hier ein bisschen schmaler, hier ein bisschen breiter. Also je nachdem, was man jetzt für Ausrüstung hat, kann man die ja unterschiedlich dann dran festmachen. Hier einfach mal ein paar Akkus und dahinter sind 2 kleine Einschübe, sieht man hier, und noch ein großer Einschub. Also hier kann man auch irgendwie einen flachen Kompass hinmachen, Feuerzeug oder verschiedene andere Sachen. Und auf der Deckelinnenseite, also das ist ja der Deckel, wenn man den aufklappt, haben wir eine kleine Netztasche. Ja, habe ich jetzt einmal Karabiner drin. Hier kriegt man auch wieder Sachen rein, allerdings würde ich hier eher flachere Sachen reinpacken. Ja, alles in schwarz gehalten. Generell gibt es die Taschen alle in verschiedensten Farben. Ich habe jetzt hier einfach mal schwarz genommen. Vorne drauf eine Klettfläche, das finde ich natürlich immer besonders gut, weil man dann halt Patches drauf machen kann, klar. Da drüber ist noch ein kleines zusätzliches Fach mittels Reißverschluss, was nochmal abgetrennt ist vom Hauptfach, was auch ein recht großes Volumen hat. Also ihr seht, ja, da verschwindet auch mal ganz schnell eine ganze Hand drin. Allerdings, umso mehr man jetzt hier reinstopft, umso ausgebeulter wird das natürlich. Ne? Aber kriegt man jetzt bestimmt auch locker ein Handy rein, ja, oder irgendwie ein Schlüsselbund. Ich hatte jetzt als Beispiel mal einen Edding drin. Dann mache ich die Tasche mal ab. Auf der Rückseite ein Cordura-Logo, Helikon Tex, und hier ist auch nochmal eine Tasche drauf, wo man was Flaches hinkriegt. Also hier könnte man zum Beispiel irgendwie einen Ausweis hinmachen oder einen kleinen Block. Hier hinter haben wir noch ja, eine Durchführung, wie so ein Einschub. Ich bin mir nicht ganz sicher, wofür das gedacht ist. Ob man da jetzt irgendwie vielleicht einen Gürtel dran machen kann, wenn man jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, so ein Warrior-Belt hat oder den normalen Gürtel, den man trägt, dass man den hier noch zusätzlich festmachen kann, damit die Tasche ein bisschen noch fester sitzt. Allerdings sind
die Halterung natürlich dann trotzdem dran. Also die kann man jetzt nicht irgendwie abnehmen. Hier an der Seite sind noch zwei Molle-Schlaufen, kann man halt auch mal einen Karabiner festmachen oder auch irgendwie mit einem Lanyard was befestigen. Das Ganze auch auf der rechten Seite. Die Reißverschlüsse haben hier so eine Gummiverstärkung dran. Dadurch kann man die echt gut greifen. Ja, stehen sofort irgendwie so ein bisschen ab und man kann die schnell erreichen. Hier unten am Boden nochmal links und rechts eine Lasche. Ja, kann man auch nochmal Sachen befestigen und ist dann ein bisschen individuell aufgestellt. Den Riemen kann man hier komplett in der Länge verstellen. Also wenn ich ihn jetzt mal ganz lang mache, dann seht ihr schon, kann man mir den zweimal ummachen. Ja, also ich denke mal, das ist auch für vielleicht etwas korpulentere Leute auf jeden Fall geeignet. Oder halt diese Variante, wenn man es so ein bisschen als lässige Umhängetasche tragen will, dann kann man es sogar bis hier unten tragen, wenn man es nicht zu eng mag. Ja, das war es eigentlich schon zu der. Wie gesagt, das war die kleine Variante, die Possum. Und die Bandicoot ist die hier. Ist jetzt mal ein Oliv. Und die ist auf jeden Fall ein Stück größer, aber sonst ziemlich identisch aufgebaut. Ich schmeiß mir die mal wieder um. Den lockerer machen hier, damit ich auch Luft kriege. Oliv finde ich ein bisschen schöner, hebt sich irgendwie noch ein bisschen ab, aber gut, das ist halt auch Geschmackssache. Und ja, die ist im Endeffekt ähnlich aufgebaut. Wir haben hier das Hauptfach, ja, auch hier wieder Möglichkeiten, Sachen irgendwie an so Straps zu befestigen. Auf der gegenüberliegenden Seite wieder diese Netztasche, wo man Sachen reinmachen kann. Hier hinten wieder Möglichkeiten für eine Karte, für irgendwie andere flache Sachen. Hier gibt es aber eine Besonderheit, und zwar diesen Steg hier kann man rausmachen, wenn man ihn nicht gebrauchen möchte. Ja, dann hat man einfach eine riesige Fläche hier drin, beziehungsweise einfach sehr, sehr viel Volumen. Und hier kriegt man jetzt locker ja, eine große Taschenlampe rein, vielleicht so noch eine 0,5er Flasche, ein bisschen was zu essen. Also das ist, glaube ich, deutlich besser, wenn man jetzt sagt, ich bin ein bisschen länger unterwegs, will was zu trinken dabei haben. Ja, so eine Tages-Lost-Place-Tour, aber aufs Minimale beschränkt. Und die andere würde ich vielleicht eher für den EDC-Bereich nehmen. Ja, schätze ich jetzt mal so ein. Kommt halt darauf an, was ihr alles so mitschleppen wollt. Ja, das Ding hier nochmal im Detail. Wie gesagt, einfach per Klettfläche ist hier oben so zum Wegreißen. Und hier kann man dann seine verschiedenen Sachen organisieren. Ansonsten ist der Rest wieder gleich aufgebaut. Auf der Rückseite haben wir auch eine Tasche, ja, wo man vielleicht ein bisschen Zettelkram rein machen kann. Vorne wieder die Patchfläche. An der Seite auch wieder die Molle-Schlaufen, hier unten die Schlaufen, man kann alles verstellen. Also der Unterschied zwischen den beiden Varianten von Helikontex ist einmal die Größe, ja, dass die Bandicoot-Variante einfach viel mehr Volumen hat und dieser rausnehmbare Organisationssteg. So, dann machen wir weiter mit dem zweiten Hersteller. Das waren ja die Taschen von 75 Tactical. Und da starten wir auch als allererstes mal wieder mit der kleineren Variante. Was sofort ein bisschen auffällt, das Gurtband hier hinten ist ein bisschen breiter. Gucken wir uns nachher nochmal im Vergleich an. Aber das fällt mir jetzt mal direkt auf. Wir öffnen das Hauptfach. Hier ist jetzt einfach mal eine Taschenlampe drin und ein Wasserfilter. Ja, vom Größenvergleich ähnlich auch wie die kleine Variante. Also man kriegt irgendwie zwei Fäuste rein. Eine Flasche würde man jetzt hier nicht reinkriegen. Kriegen wir aber wahrscheinlich wieder in die große Variante rein. Hier im Innenbereich haben wir eine Klettfläche von hinten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man hier irgendwie Patches ranmachen soll oder wahrscheinlich für diverse Pouches, die halt auf Klettbasis funktionieren, dass man die hier reinmachen kann. Ansonsten ist hier kein Organisationsmaterial. Es ist einfach eine große Tasche mit einer Klettfläche hinten dran. Dafür haben wir vorne drauf zwei kleinere Taschen, ja, jeweils wieder mit Reißverschluss, bisschen Paracord drin. Die liegen hier direkt hintereinander, Feuerzeug. Also hier kann man sich dann so ein bisschen das Ganze organisieren. Im Endeffekt ein großes Fach, ein mittleres Fach, ein kleines Fach. Also hier kriegt man auch dann ein bisschen das Ganze ordentlich verstaut. Auch hier auf der Rückseite wieder eine flache Tasche. Ja, da würde ich immer empfehlen, hier hinten wirklich auch nur flache Sachen reinzumachen. Ja, Zettel, Stift, Ausweis, Geld oder so, weil das ja direkt am Körper dran liegt. Und wenn ihr hier eine Beule habt und das hier irgendwo dran ist, dann nervt das einfach nur. Was hier auf jeden Fall anders ist, wir haben obendrauf so einen Gummistrap, ja, und noch so einen, na, ich würde mal als Stifthalter bezeichnen. Also hier kann man so ein bisschen was durchpacken und dann hier so drunter klemmen mit einer kleinen Klettfläche. Vorne drauf haben wir jetzt keine Klettfläche, ja, sondern nur hier oben so ein bisschen. Was natürlich ein bisschen schade ist, ja, bin ich ganz ehrlich. Und ansonsten haben wir jetzt an den Seiten hier keine extra Laschen oder ähnliches dran. Vorne nochmal das Logo drauf genäht und die gibt es jetzt auch hier wieder in verschiedenen Varianten. Ich habe mal eine Flecktarn-Variante genommen, damit wir auch einen schönen Vergleich haben. Jetzt die, ich nenne sie mal XL-Variante, die ist wieder ähnlich aufgebaut, aber deutlich größer. Ja. Machen wir mal das Hauptfach auf. Hier seht ihr gleich 0,5er Nalgene-Flasche, passt rein. Irgendwie noch ein bisschen was zu essen, ein bisschen Beef Jerky, Cracker, Studentenfutter.
Aber sonst wieder ähnlich aufgebaut. Hier Klettfläche dahinter und richtig viel Volumen. Vorne drauf wieder die zwei Einzeltaschen, wieder für mittlere Organisationen und für kleine Organisationen. Vorne wieder auch das Logo da noch drauf genäht. Dickes Gurtband an der Seite und auch hinten wieder noch eine flache Tasche für Zettel oder ähnliches. Also hier der Unterschied ist wirklich tatsächlich einfach nur die Größe. Sonst die Features ist alles ähnlich aufgebaut. Taschen sind gleich, Bänder sind gleich. Ja, je nachdem wie viel Volumen man halt mitschleppen möchte, kann man sich dann für die kleine oder große Variante entscheiden. So, alle guten Dinge sind ja drei. Ja, ihr mögt ja immer diese Dreier-Vergleichstests, wie auch damals bei dem Messer. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut auf jeden Fall mal das Video für die Anfängermesser. Das war ganz cool. Und ja, an dieser Stelle gleich mal ein bisschen Eigenwerbung. Guckt auf jeden Fall bei Instagram vorbei, ja, weil da gibt es schöne Fotos. Nummer 3 sind die Bauchtaschen von Centauron. Und mit denen habe ich tatsächlich schon die meiste Langzeiterfahrung. Da habe ich damals, ich glaube vor 3,5 oder 4 Jahren, auch ein Review zu gemacht. Hat mich sehr, sehr lange begleitet in meinem Alltag und ich war bisher auch sehr zufrieden. Sind ein bisschen anders aufgebaut. Das ist zweimal die gleiche. Also es gibt da nur eine Variante, aber mal zwei Farbvarianten. Gibt es alle möglichen Farben. Ja, hier auch Multicam Black, was ich sehr schön fand. Und gucken wir uns mal die Tasche im Detail an. Auch hier eher wieder ein dünneres Gurtband, vergleichbar mit der von Helikon Tex. Das ist die Tasche, die ist auf jeden Fall vom Gefühl her als allererstes so ein bisschen die flachste, kleinste und schmalste. Ja? Wir haben hier ein Hauptfach, habe ich jetzt mal Paracord drin, bisschen Batterien und auch eine größere Taschenlampe. Ein großes Hauptfach, aber dahinter ist noch ein Steg. Also das Hauptfach ist quasi zweigeteilt. Wir haben so einen Mittelsteg, um ein bisschen was auseinanderzuhalten. Und wir haben hier oben im Deckel Gummilaschen dran. Ja, könnte man nochmal Batterien reinmachen, einen Stift oder ein größeres Knicklicht. Hier unten ein kleiner Karabiner. Finde ich ganz gut, wenn man irgendwie einen Schlüssel organisieren möchte, damit der halt einfach nicht verloren geht. Und ansonsten vom Volumen her, ja, auch wieder zwei Fäuste. Aber ich würde sagen, bisher die kleinste Tasche. Eher so minimalistisch gehalten. Denn wir haben sonst keine weitere Tasche, bis auf der Rückseite, da haben wir wieder diesen klassischen flachen Einschub, den irgendwie alle Taschen hatten, ja, für einen Zettel und einen Stift. Aber die wirkt halt ein bisschen flacher und kleiner, weil wir vorne keinen Schnickschnack mehr drauf haben. Ja, also wir haben natürlich eine Klettfläche, was ich wieder richtig cool finde. Und vor allem, schaut mal, hier ist mit Lasercut so ein bisschen dieses Logo eingebrannt oder gedrückt. Nicht Lasercut, was erzähle ich denn? Nein, es ist einfach so eingebrannt. Das finde ich, sieht wirklich sehr schick aus. Oben ist auch nochmal Klettfläche drauf, aber gleichzeitig ist es auch Molle. Ja, man kann ja also ein bisschen drunter irgendwie was machen, wieder Stifte festmachen oder auch ein Messer, Taschenlampe, wie man das möchte. Und wir haben hier bei den Zippern solche Ringe, wo man reingreifen kann. Ansonsten auch wieder hier alles in der Länge verstellbar, auch wieder hier für irgendwie ein bisschen mehr Bauch, alles möglich oder wenn man sie als Tasche tragen möchte. Genau, und jetzt würde ich sagen, legen wir die mal alle nebeneinander, die einzelnen Varianten und gucken mal wirklich vergleichsmäßig, was bietet was und für wen wäre was sinnvoll. Hier liegen die Schmuckstücke jetzt alle. Ich muss sagen, von der Qualität und Verarbeitung bin ich mit allen sehr zufrieden. Die Centauron hatte ich lange im Einsatz, da kann ich es auf jeden Fall wirklich auch aus einer langen Zeit bestätigen. Von Helikon Tex hatte ich andere Sachen bisher, da war auch alles top und hier macht die Verarbeitung im ersten Augenblick auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr robust alles, keine Fäden, die irgendwo rausgehen und auch die Reißverschlüsse laufen gut. Das heißt, qualitätsmäßig würde ich sagen, sind wir hier schon auf einem Level. Was jetzt für mich der große Unterschied ist, ist halt das Thema erstmal Größe. Ja, also was will ich alles mitschleppen? Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer 0,5er Trinkflasche, die ich mit dabei haben möchte. Und da würde ich halt ganz klar sagen, sind diese beiden Varianten hier das Bessere. Hier kriegt man die, glaube ich, vielleicht auch noch irgendwie rein, aber das ist dann schon sehr gequetscht irgendwie möglich. Wir können es ja mal austesten. Wenn wir jetzt wirklich mal hier die Nalgene-Flasche nehmen, dann ist es schon irgendwie machbar, aber ist halt, ja, ist nicht so das Gelbe vom Ei, beziehungsweise dann passt halt nicht noch mehr rein bei der Centauron zum Beispiel. Bei der von 75 Tactical ist noch ein bisschen mehr Luft, würde ich sagen, aber auch nicht viel. Und bei der hier, na, das sieht auch nicht wirklich schön aus. Ja.
Vor allem, wenn man jetzt hier hinten irgendwie noch Batterien dran hat, dann ja, ist das nicht die beste Variante. Das heißt, wenn ihr eine Entscheidung fällt und auf der Suche nach einer Bauchtasche seid, überlegt euch, was ihr genau alles mitschleppen wollt. Ist es wirklich nur ein bisschen minimaler Kram? Ich sag mal Handy, Taschenlampe, Schlüssel, Ersatzakkus? Ja, dann gehen wir eher so in diesen Bereich hier. Wollt ihr aber zum Beispiel Ersatzhandschuhe, richtig was zu trinken, noch ein bisschen was zu essen dabei haben für so eine kleine Tagestour, dann würde ich eher hier in die Richtung gehen. Was ist natürlich noch ein Merkmal, mit dem man sich jetzt entscheiden könnte? Patchfläche wäre eine Variante, je nachdem wie wichtig euch das ist. Bei Helicon Tex und bei Centauron könnt ihr einen Patch drauf machen. Manche werden jetzt lächeln und sagen, boah, scheiß doch auf den Patch. Ja, der eine oder andere sagt aber auch, ich finde es geil, weil dadurch die Ausrüstung so ein bisschen individueller wird, ja, und nicht alles gleich aussieht. Ich find's auf jeden Fall schon wichtig und ich mag Klettflächen. Und bei den Taschen von 75 Tactical, 74 Tactical, wie auch immer, gibt es keine Klettfläche. Dann gibt es wiederum die Menschen, die sagen, ach, Klettfläche interessiert mich überhaupt nicht. Ich will geile Organisation. Ja? Ich brauche verschiedene Taschen, um meine Ausrüstung gut zu organisieren. Da ist, würde ich sagen, die Centauron, wenn ihr viel Kram habt, nicht die beste Variante. Also hier oben gibt es ein bisschen Möglichkeiten, aber ansonsten ja, ist es doch die minimalste von allen. Was nicht schlecht ist, es kommt halt darauf an, ja, was ihr wünscht, wie viel Zeug ihr mitnehmen wollt. Bei denen von 75 Tactical ist die Organisation ganz klar auf die verschiedenen Taschen ausgelegt. Ja, Mittel-, Haupt- und Frontfach. Und bei denen von Helicon Tex ist es eine Mischung daraus. Ja, ihr habt dieses Mittelfach, ihr habt innen drin dieses Netzfach, was ganz cool ist. Hier nochmal eine Tasche. Aber, und das haben die anderen halt nicht, ihr habt innen drin auch diesen Steg mit diesen verschiedenen Gummistraps, ja, wo ihr dann wirklich so Sachen festmachen könnt und sichtbar auf einer Stelle habt. Die Breite des Gurtbandes hatte ich ja schon angesprochen. Da ist die von 75 Tactical die breiteste und die anderen beiden nehmen sich nicht viel. Ja, die sind ungefähr gleich. Eine Entscheidungssache wäre eventuell noch die Farbe. Ich bin der Meinung, bei 75 Tactical gibt es, glaube ich, 2, 3, 4 Varianten. Müsstet ihr nochmal genau reingucken. Links sind alle unten in der Videobeschreibung. Also gibt es hier irgendwie ja auch Flecktarn, Oliv, Schwarz, genau. Bei Helicon und bei Centauron gibt es auf jeden Fall noch mehr Varianten. Und hier gibt es ja richtig so, wie heißen die, Krypto? Krypto? Ne, Krypto war diese Währung. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, aber so ganz verschiedene geile Tarnmuster mit Multicam Black und sowas. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool, weil man so ein bisschen die Auswahl hat und sich ein bisschen was zusammenstellen kann, was halt nicht so aussieht, als würde jeder damit rumrennen. Ja, ich habe mit Absicht jetzt nicht irgendwie einen Testsieger hier gekürt, weil ich finde, von der Qualität her sind die alle gleich. Es kommt auf den einzelnen Anwender darauf an, was ihm wichtig ist und wofür er das Ganze nutzen will. Von daher, ich bin mit allen sehr zufrieden. Aber ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gezeigt und kann euch in eurer Entscheidung weiterhelfen. Und jetzt ist wieder Zeit fürs Giveaway. Ihr könnt jeweils eine solche Tasche gewinnen, also die verlose ich an euch da draußen. Dafür erstens natürlich, ja, Kanal abonnieren, dann verpasst auch kein weiteres Video und kein Giveaway. Zweitens, Daumen nach oben, sollte klar sein. Und drittens, schreibt mir mal in die Kommentare eure Erfahrungen mit Bauchtaschen. Habt ihr eine? Wollt ihr euch eine holen? Ja, was sind eure Erfahrungen? Schreibt das mal unten rein. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao.